Hallo ihr Lieben, wie jedes Jahr gibt es halt dieses Jahr auch einen Rückblick des Jahres von mir, wie mein Jahr so war. Ja, ich habe viele, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen durch meine Arbeit, die mich sehr bereichert haben, die mir sehr viel Wissen gegeben haben. Ich habe viele neue Freunde bekommen. Das Ganze natürlich nur über Cam und übers Telefon, weil es einfach ja durch die gegebene Situation ja gar nicht anders möglich war. Anfang des Jahres war ich sehr krank. Das hat sich dann auch wirklich ewig gezogen bis März. Da habe ich eine Erkältung gehabt, die nicht so schön war. Ja, und dann kam ja Corona. Naja, ihr kennt meine Einstellung zu Corona und da hat sich auch bisher nichts dran geändert. Ich habe viele neue Projekte in Angriff genommen in der Zeit. Zum Beispiel ein kleines Dorfladel habe ich eröffnet mit meiner Tochter zusammen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Da ist übrigens heute die Eröffnung. Hat ziemlich lang gedauert. Ist halt auch sehr schwierig gewesen, das Ganze so zu machen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da wird auch noch einiges dran verändert. Ja, auf jeden Fall, das war eins unserer Projekte, die wir gemacht haben. Ansonsten habe ich viele neue Kerzenkreationen gemacht, die ich ganz, ganz toll finde, die zum Thema passen, wie zum Beispiel ein Hexenkessel und so weiter, Hexenbesen, Kerzen, alles Mögliche. Ich fand es sehr, sehr schön, mich einfach da mal so reinzuarbeiten. Am allermeisten habe ich aber an mir selber gearbeitet und das fand ich eigentlich am allerspannendsten, wenn man sich so Fragen stellt, was ist mein Sinn des Lebens, warum bin ich eigentlich hier? Und da kommt man wirklich auf ganz tolle Sachen, tolle Erkenntnisse auch, wenn man dann in Meditation geht und versucht, ja ganz tief einzutauchen in diese Materie. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also ich habe viel, viel Tolles erfahren dürfen durch die Zeit des Rückzugs auch. Ja, dann kam der Tod meiner Mutter. Das war natürlich nicht so schön. Vor allen Dingen, weil mir untersagt war, dass ich sie vorher sehen durfte. Sie war am Schluss sehr, sehr einsam. Und ja, und als sie dann im Sterben lag, da durfte ich natürlich schon zu ihr. Und habe sie dann auch 10 Tage begleiten dürfen, bis sie dann gestorben ist. Und das war für mich schon sehr hart. Ja, ich habe danach erstmal wirklich Auszeit für mich gebraucht. Ich habe mich eigentlich so gut wie ganz eigentlich zurückgezogen. Bin zwar immer wieder zwischendurch mal aufgetaucht, aber bin eigentlich auch im Stammtisch nicht mehr so vertreten gewesen, weil ich wirklich damit erstmal fertig werden musste, was mega schwierig für mich war. Da möchte ich auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Stammtisch sagen. Der hat es echt toll alleine gemeistert, auch ohne mich. Und dass sie mir treu geblieben sind und da geblieben sind, das finde ich ganz, ganz toll. Und vielen, vielen Dank an den Stammtisch an der Stelle. Ja, durch Corona durfte ich dann erkennen, wer wirklich zu mir steht, wer wirklich zu mir gehört in dieser Zeit, in diesem Leben und wer nicht. Und es haben sich natürlich auch einige verabschieden dürfen von mir, die ich auch aus tiefer Liebe gehen lassen habe und das auch gut war. Das war richtig und gut so. Ja, ich hatte in der Zeit, in diesem Jahr, das Corona-Jahr, ganz, ganz viele verzweifelte Menschen am Telefon, die voller Panik waren, teilweise auch mit Selbstmordgedanken. Und das hat mich schon sehr bestürzt. Und ich habe teilweise wirklich, mir haben teilweise wirklich die Worte gefehlt, was ich sagen kann, was ich sagen darf, weil es wirklich sehr, sehr schwierig war. Ja, ich hoffe, dass all diese Menschen ihren Weg wieder gefunden haben. Ja, war kein leichtes Jahr, aber ein Jahr der Besinnung und ein Jahr des Rückzugs.
Ja, wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich eine friedvolle Welt. Dann sehe ich eine Welt ohne Krankheit, ohne Hass, ohne Neid. Dann sehe ich eine Welt mit bunten, bunten Blumen, mit Sonnenschein, mit fröhlichen Kindern, die ohne Masken spielen, lachen, toben. Dann sehe ich Menschen, die wieder zueinander stehen, voller Liebe, voller Harmonie und vor allem von ganz viel Frieden. Ja, in meinen Träumen sehe ich kein Corona. In meinen Träumen sehe ich Stabilität. Ja. Und was mich traurig macht, das ist die Spaltung der Menschen. Da gibt es die eine Seite, das sind die Guten, die zu Corona und Politik stehen. Und dann gibt es die Bösen, die zwar Corona wahrnehmen und auch daran glauben, aber gegen die Politik sind und gegen die ganzen Maßnahmen. Ich gehöre zu den Bösen. Ich finde das nicht richtig, was passiert. Ich finde es falsch, dass Gastronomien geschlossen sind. Ich finde es falsch, dass Kinder stundenlang mit Masken da sitzen mussten, Kopfschmerzen nach Hause kamen, sich nicht mehr austoben durften draußen, dass einmal auch Freunde gespalten wurden bei den Kindern, weil die durften ja nur einen Freund haben, ne? Wenn sie jetzt aber mehr hatten, war das ganz schlecht. Das war eine ganz, ganz blöde Situation für die Kinder, zu sagen, du warst immer mein Freund und du auch, aber plötzlich darf es nur noch einer sein. Ja, wo wurden wir dahin gedrängt? Was für eine Aufgabe für den Eltern, den Kindern zu erklären, warum das so ist, warum er nur noch den einen Freund haben darf. Sehr schwierige Zeit gewesen. Eine Zeit, wo Nachbarn den anderen Nachbarn verpfiffen haben, weil der Besuch hatte oder eine Feier hatte oder was weiß ich. Ganz schlimm. Ist mir nie passiert. Gott sei Dank. Und ich würde es auch nie tun, weil es mich nicht interessiert. Wenn Nachbar eine Feier hat, dann freue ich mich für ihn, weil er das Leben noch lieben kann, weil er noch feiern kann, weil er noch Spaß am Leben hat. Ich finde es schön. Ja, ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, das ist rücksichtslos, ist ja Corona, wird man ja krank von, kann man sterben. Naja, stimmt, kann man. Wie bei jeder Grippe. Wie bei jedem anderen Krankheit auch, ab einem gewissen Alter kann man sterben. Ja, ich zähle auch zur Risikogruppe und möchte trotzdem Spaß am Leben haben. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Ich habe die Einstellung, dass das Leben einfach schön sein soll. Und dass die Zeit, wo wir hier auf der Erde sind und leben, sollte man das Leben genießen. Und nicht betrauern. Und vor allen Dingen keine Ängste haben. Dafür ist das Leben zu kurz und zu schön. Dass man morgens aufwacht und sich Panik macht, weil das Leben vielleicht zu Ende gehen könnte. Dann muss ich zurückschauen und muss sagen, ja, aber ich habe gelebt. Und irgendwann ist jedes Leben vorbei. Irgendwann endet alles. Und ich habe sowieso keine Angst vorm Sterben, weil ich der Meinung bin, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert und kommt. Ja, was wünsche ich mir für 2021? Ich wünsche mir, dass wieder Ehrlichkeit ist, dass wir wieder fröhlich sind, dass wir wieder ganz normal die Läden öffnen. Dass die Menschen wieder zueinander stehen. Ich wünsche mir,
dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir, dass jeder von euch glücklich ist und dass wir alle gesund bleiben und gesund durchs Jahr 2021 gehen. Das wünsche ich mir. Genau. Ich habe mir heute etwas vorgenommen. Heute ist ja Silvesterabend. Und ich habe mir vorgenommen, für all diejenigen, die einsam sind, möchte ich da sein. Und deswegen werde ich heute um 22 Uhr live gehen. Und jeder, der dabei sein möchte, kann mit mir gemeinsam ins neue Jahr gehen. Wir werden plaudern, wir werden das eine oder andere Ritual vorstellen, wir werden gemeinsam über Rituale sprechen, wir werden gemeinsam einfach nur einen schönen Abend haben. Und wer dabei sein möchte, der soll einfach nur einschalten. Um 21 Uhr bin ich live. Nein, 22 Uhr, Entschuldigung. 22 Uhr bin ich live. Und ich freue mich auf jeden, der dazukommt. Ja, das war schon mein Rückblick für dieses Jahr. Es war ein knallhartes Jahr. Und es kann nur besser werden. Also zumindest glaube ich daran. Ja. Ja, also für alle die heute nicht einschalten, denen wünsche ich jetzt alles, alles Liebe. Ein gutes neues Jahr und einen fröhlichen Rutsch ins 21er rüber. Und alle, die dabei sein werden ab 22 Uhr, auf die freue ich mich jetzt schon. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss.